Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play, was ein bisschen düsterer und trauriger wirkt. Und zwar handelt es sich, wie ihr unten sehen könnt, um The Cat Lady. Ein Spiel, was mir schon so immer wieder ein bisschen in den Augenwinkel, sage ich mal, getreten ist. Aber ich habe aus eigenen Stücken quasi noch nie selbst mein Augenmerk darauf gerichtet, sondern es wurde mir empfohlen. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht mehr lange. Ich habe bei den Optionen eigentlich eingeschaltet, dass es Deutsch sein soll. Gut. Gamma lassen wir normal. Untertitel auf jeden Fall an. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. My name is Susan Ashworth. I live alone in this old two-bedroom flat. I rarely go outside. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true. But I don't like people's company. Not lately, anyway. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly. But they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Because earlier tonight, I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course, prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard. And now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. Kapitel 1: Das Haus im Wald. Harvester Games presents. Da sind wir, dieses Mal mit einer etwas anderen Steuerung. Wie wir da oben sehen, drücke links oder rechts, um zu gehen. Wir können also hier lang. Aber wir wollen gegen den Wind. Von links kommen wir schließlich. Aber wo gehen wir eigentlich hin? Sind das wirklich wir oder sind wir das im Traum? Während wir langsam einschlafen. Drücke nach oben, um das Interaktionsmenü zu öffnen. Durch die möglichen Optionen schalten mit hoch und runter und drücke Enter, um zu bestätigen. Gehe hinein, untersuchen. Wir untersuchen erstmal. Ich fühle mich seltsam hingezogen zu diesem Ort. Ich muss einen Weg finden, dieses Vorhängeschloss zu öffnen und hineinzugelangen.
Genau, abgeschlossen, dachte ich mir schon. Wo sind wir denn hier gelandet? Hier können wir nichts machen. Das sieht aus wie ein riesengroßer Schrottplatz oder ein sehr ungünstiger Autounfall. Ein Fußgänger. Ein Tritt. Wo gehen wir hin? Ich kann doch hier... Ich glaube, das war nur Staub und Putz. Ich kann auch hier nirgendwo rein... Das sind die Sounds von Slender, glaube ich. Ich weiß nicht, welches Spiel zuerst da war, aber... genau, Interaktionsmöglichkeiten, Krankenwagen. Wir untersuchen den mal zuerst. Dieser Krankenwagen blockiert den Weg zum Tunnelausgang. Vielleicht gibt es überhaupt keinen Ausgang? Gut, dann öffnen wir mal die Tür. Schauen wir mal, was drin ist. Abgeschlossen. Mist, der zweite Schlüssel, den wir nicht haben. Wir kommen hier auch überhaupt nicht weiter. Wir können auch sonst nichts machen. Huh? What's making that noise? Hello? Who's there? Answer me! Kommt das aus dem Krankenwagen? Leiche. Sind wir das? Das bin ich. Mein kalter, toter Körper, direkt vor meinen Augen. Was tut er hier? Untersuchen. Ich sehe so ruhig aus. Kopf drehen. Augen öffnen. Meine Augen. So ziemlich das Einzige, was ich an mir mochte. Selbst jetzt leuchten sie noch ein wenig. Mund öffnen. Schlüssel. Oh. Das habe ich leider überspult, was dort war. Können wir... Wie gruselig das sein muss, wenn man seinem eigenen toten Körper gegenübersteht. Ach so, nach unten drücken, um Gegenstände aus dem Inventar auszuwählen. Gut. Der Schlüssel ist vermutlich für das, Ist uns was passiert? Ich meine, wir sind ja anscheinend schon tot, aber... So, da bin ich wieder. Ich habe nur eine kurze Hustenpause, wie immer, gemacht. Das heißt, wie immer. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir gehen mal wieder zurück zum Haus, denn vermutlich... ist der Schlüssel, den wir in unserem eigenen Mund gefunden haben. Wow, ein Hirsch! Wo läuft er hin? Wir sind zu langsam, um ihm hinterherzugehen. Nee, 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 nee. Wir können doch... Genau. Schlüssel. Benutze. Okay, da ist nichts. Es ist auch eigenartig, wie ihre Farbe quasi wechselt draußen in der Natur.
Waren wir gerade. Ist das unser Herz? Waren wir gerade bunt? Jetzt hier drin sind wir schon wieder schwarz-weiß. Untersuche. Das Loch wurde mit diesen Brettern vernagelt. Auf dem Schild darunter steht Notfallstrom, Schalter Gefahr. Ziehen. Schau durch. Da ist definitiv etwas. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht aus wie ein Schalter. Ich bin nicht stark genug, um es mit meinen bloßen Händen abzureißen. Okay. Maschine. Untersuche. Wo ist das Leiden zu lange? Wo das Leiden zu lange währt, da kann das Herz zum Stein werden. Braucht es weiteres Leiden, um die Maschine wieder anzuschalten? Vielleicht bin ich albern. Das ist immerhin nur irgendeine alte Maschine. Schalte ein. Wie seltsam. Es scheint kein einziger Schalter oder Knopf an dieser Maschine zu sein. Wie stellt man sie an? Über den Schalter da hinten. Wir müssen aber irgendwas finden, mit dem wir das aufbrechen können. Wir gucken mal hier drüben. Eventuell finden wir sowas wie ein Brecheisen oder so auf der Wiese. Hier kommt auf jeden Fall der Baum, an dem der Hirsch erst vorbeigelaufen ist. Okay, folgen wir ihm einfach mal. Wer weiß, was er für uns bereithält? Der Bildschirm rutscht manchmal in ganz komischen Abständen hinterher. Es fühlt sich auch wahrscheinlich nicht nur für euch beim Zuschauen komisch an, sondern auch für mich so beim Spielen. Wow, das sind wieder wir, wie wir erhangen sind. Hängender Körper, untersuche. Mein toter Körper, er hängt von einem Baum. Ich sollte Angst haben, aber ich fühle mich einfach leer. Warte, was ist dieses glitzernde Ding um ihren Hals? Ist das ein Schlüssel? Der Körper hängt zu hoch. Ich komme nicht ran. Können wir ihn hier nicht runterlassen? Untersuche, sei es verknotet, binde los. Es würde Stunden dauern, diesen Knoten zu öffnen. Also brauchen wir sowas wie ein Messer. Öffnen wir mal die Tür. Von der anderen Seite blockiert. Mist. Aber wir haben doch gar kein Messer oder sowas im Inventar. Aber hier ist nur Tür, Seil und dann schon der hängende Körper. I can't remember this place. Am I lost? Warum spricht sie wieder Englisch? Ich würde ja gern mal speichern und laden. Wir machen mal weiter. Aber ich sehe gerade, dass mein Timer irgendwie ausgegangen ist. Warum auch immer. Wir haben uns verlaufen. Okay, die Musik ist auch total verwirrend und hier ist es jetzt. Untersuchen? Was für ein scheußlicher Anblick. Zumindest ist nicht mein Kopf auf diesen Stangen. Abgeschlossen. Wieso ist hier alles verschlossen? Okay, wieder eine Krähe, aber wir können hier nichts tun. Lässt die Krähe was fallen oder so? Oder sollen wir jetzt ihr folgen, genauso wie wir dem Hirsch gefolgt sind? Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen aber einfach mal hinterher. Okay, da war sie wieder. Wir können auch hier in der Zwischenzeit mit nichts interagieren. Ich
folge ihr einfach mal. Eventuell ist das nur im Kreis laufen. Aber eventuell führt sie uns auch dorthin, wo wir hin müssen. Der Hirsch! Oh nein. Wer hat das getan? Ist noch jemand hier? Wir nehmen das Messer mit. Wir brauchen das ja, um unseren Körper loszuschneiden. Ist das die Tür von der anderen Seite? Entriegeln. Das dachte ich mir tatsächlich schon, dass das so ist. Wir gehen mal hier hin. Und das Messer und benutzen es. Können wir das Ding jetzt nehmen? Leiche. Schaue genauer an. Susan. Untersuche. Ich sehe aus, als würde ich nur schlafen. Tasche durchsuchen. Alles leer. Nee, weggehen nehmen wir nicht. Wir nehmen noch den Schlüssel. Und jetzt gehen wir weg. Dann haben wir einen weiteren Schlüssel. Und gehen mal hinüber zu dem Haus, was wir doch hier wieder hinten finden sollten, oder? Ach, das Tor erstmal. Okay, wir öffnen's. Ach klar, mit dem Schlüssel, Entschuldigung. Mit dem Schlüssel, den benutzen wir. Eine alte Frau. Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day like this. Who are you? I have so many names, it's hard to pick one. But I'm curious, who do you think I am? Der Tod. Eine alte Lady, die in den Wäldern lebt? Gott, der Teufel. Haben wir noch mehr Auswahlmöglichkeiten? Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke ja, sie ist der Tod. Death? Interesting. Yes, perhaps that's what I am. I come when there's something to take, but I never give anything back. I am doom. But I'm salvation, too. I'm feared by most, but adored by some also. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. So I was wrong. You're not Death? No, I am not. Perhaps I am life. But then again, does it really matter? Was ist das für ein Ort? Was wird als nächstes geschehen? Ich würde sagen, liebe Leute, das sind zwei Fragen, die heben wir uns für die nächste Episode auf von The Cat Lady. Bis dann. Tschüss.